Okay, Bigot auf jeden Fall. Ja, gut, das Bigot ist gegen Ikawa, das zweite Winner Summer. Das ist das zweite Winner Summer. Ja. Auch sehr spannend. Aber, ja, aber ich glaube, das Fall. Ist. Wen spielt Bigot jetzt? Komplett Corrin. Er okay. Macht das, was du vorhattest mit deinem Second. Macht er mit deinem Second. Ja, aber der macht's auch wirklich. Ja. Aber es, er ist ja auch gut und er kommt auch mit seinem Second. Ah, okay, der ist auch gut. Danke. Ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen. Aber naja. Du hast Alf gespielt. Ein Match oder was, ne? Ja, gegen Peach, oh Gott, aber. Gegen Peach spielt Donkey Kong. Ja? Ist kein Spaß, ja. Backout Space quasi alles und Ding Dong Kid mit 65%. Hm. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht gespielt habe, also. Ja, überlegt. Wollte ich eigentlich, aber. Nee, Donkey Kong ist wirklich gut und ist voll leicht zu spielen. Ja, und underrated. Ja. Also. Hast du schon mal die Matches von Larry mit Donkey Kong gesehen? Ja, ein paar. Eins gegen Void. Ziemlich krass. Ja. Ich glaube, der hat den einmal von quasi irgendwie 10-60% geabtiltet. Mhm. Und dann ab 60% Ding nach Dong dem einfach. Nerf und Sheik killt Ding Dong wirklich ultra früh gegen Sheik. Ja, wow. Okay, Corrin gegen Yoshi. Corrin mit Great. Okay. Als Attack. Also macht der Tsuna Konkurrenz. Best Yoshi. Best Corrin. Ist Tsuna. Spielt Tsuna? Ich dachte, Tsuna spielt Toon Link. Also ich hab den zum Beispiel gegen Longo auf. Wo war das? PPT hat der Corrin gespielt. Ach, okay. Hm. Das ist halt so, wenn ein sehr guter Spieler einen sehr guten. Oder quasi das einen stimmt, Charakter ja. Neu pickt und den sonst keiner spielt, ist es nicht so schwer halt. Wahrscheinlich. Smash ist wie gesagt wirklich so ein Knowledge-Game. Wenn man viel weiß, dann kann man auch gut sein, ohne das nötige Finger, die nötigen Fingerfertigkeiten dafür zu haben. Mal gucken. Ja. Okay. Nach dem Match? Okay, dann gehen wir nach dem Match. Ist kein Problem. Buralol und Film. Ich bin doch jetzt schon lange dran. Kommentieren. Ja. Ja, macht wir Spaß. Jetzt, wir können jetzt wie weit bist du gekommen? 3, ne? Sind wir gleich? Aber es gibt auch gar keinen 16. Das ist 13, ne? Heißt das? Ja, ja. Es gibt, ja, 13. Ja, doch, ist das. 13, ja. Glaube ich. Gut, Buralo ist 13. Für die, die es interessiert. Ich hätte auch einfach First Seed werden müssen, jetzt mal im Ernst. Ich war First Seed und hab wieder verkackt. Aber ja. Ack, gleich ich hab mich so gefreut, dass du verkackt hast, ey. Da echt, hab gedacht, ja, jetzt habe ich die Chance. Dann verliere ich auch noch. Oh, ja. Aber die war echt, also hätte ich überhaupt nicht erwartet. Shoutouts an Iliana, richtig gut gespielt. Gibt hier Tumulte. Ja. Ja. Leute, so, als hinaus mit nach dem so, Match Phil, The Phil und Buralol. Frag mich, was im Chat steht. Weg mit den Spaß. So. Ja. Na gut, zum Match. Okay. Ich weiß nicht, wie sie beiden sonst spielen. Keine Ahnung. Matchup, keine Ahnung. Oh. Ich weiß vielleicht, dass sie sowas hat. Fox okay. 2.0. Ja, ich bin immer gespannt auf Bigot Corrin. Ja, war ja auf wenigen so. Ja, Bigot war in letzter Zeit nicht allzu aktiv. Ja. Ich meine, er und Semifa sind ja so zwei. Ja, Semifa gar nicht mehr, ne? Ja, zwei Spieler, die erst ziemlich dominiert haben, die Szene, und dann auf einmal weg waren. Mhm. Aber nun, was hältst du vom Matchup? Also von dem, was ich hier sehe. Corrin ist neu und. Ob Bigot wirklich, Corrin wirklich auch spacen kann, ist eine Frage. Ich denke, die Side-B von Corrin. Die Side-B ist wirklich ein extrem starker Move. Er ist auf jeden Fall ihr bestes Tool. Genau. So generell. Kann ja alles so machen. Distanz, ja, Distanz covern, sie kann. Kannst du mit Edge guarden. Wenn du nur einfach. Du hängst eine Sekunde zu lang an der Kante und du stirbst mit 60-70% mit genau, Rage von dem Tipper. Das ist, also, ja. Aber gerade auch sehr schön von Bigot näher into Rod, Back Air. Oh wow, das killt schon. Ja. Stark. Ja, gut, Town and City. Ja. Stimmt, Town and City war vielleicht nicht. Ne. Double Up Air. Ja. Das war. Also, wenige Yoshis, die so oft so viele Up Airs, Uptilts und so. Ja. So gut juggeln wie Ikaru. Ja, Ikaru ist auch eher so ein Spieler, der defensiv ist, geht. Und dann, wenn er einmal drin ist, dann genau, wirklich halt. Dann kommen die Prozente. Ach, hab's nicht, ja. Aber ja. Er da muss ein bisschen aufpassen mit den Schilden gerade. Ja. Bigot hat zum zweiten, dritten Mal jetzt da schon wieder. Mhm. Aber ich wusste gar nicht, dass. Also er punisht den Lag wirklich gut. Yoshi ist ja dafür bekannt, keinen Lag zu haben, aber Bigot macht das gerade sehr ordentlich. Naja. Ja. Brauche vielleicht noch schön ein paar Prozente von.
Ganz im Ernst, die Throw-Animationen von Corin's Back und F-Throw finde ich so. Mhm. Die sind da mal. Ja. Au, oh, das, oh, war wow, das hat zu lang, ne? Nicht denken können. Ja, die Hitbox, die geht natürlich auch unter die Ledge. Oh, siehst du? War das so, weil ich Zeit der Hammer. Ja, das war 80% oder so hatte der. Sehr stark. Ein bisschen, also nach dem Hit irgendwie ein bisschen über 90 mal. Und kompletter Stocklead für Vegas. Sehr stark. Ja, Ikaro versucht auch wirklich verzweifelt jetzt gerade hier reinzukommen. Er weiß, dass er approachen muss quasi, ja, weil Vegard das nicht tut. Vegard erhält seinen Side-Ding. Ikaro mit Stage Control, aber percentmäßig sind sie. Ja, auf jeden Fall das bleibt doch immer recht even, hab ich das. Also so. Ja. Wieder. Oh, stark. Wow. Das ist übrigens so der stärkste Shield Break Punish von Corin. Also der Fully Charged Neutral B ist stärker als der Tipper F Smash. Ah. Gut, wer weiß, vielleicht benutze er es irgendwann, aber. Ja, also generell, wenn man Air Dodge damit punishen kann mit dem Neutral B und danach das Ding macht, das kann so. Ja. Also momentan Corin ist gefährlich. Ziemlich dominant gerade, was Vegard hier macht. Sehr, sehr, sehr. Schau mal, er lässt Dika einfach nicht ran. Er covert ziemlich alles, er covert alle Optionen, er covert alle. Okay. Ja, gut. Da hat aber Ika gerade einen Eingang gefunden. Und nicht getaggt. Okay, nächste Abwehr. Okay, hab noch eine. Trotz Low Ceiling. Wow, ich dachte, der hätte gerade den Air Dodge eigentlich gehabt. So. Ja, wahrscheinlich musst du. Ah, okay, jetzt vorbei, ne? Ja, wow. Versuch noch oben links zu dir ein, aber. Das hat nicht gepasst. Ja, ziemlich souveräne Performance so. Sehr schön gespielt, von Vegas, ja. Hätte ich nicht erwartet, also. Ja. Vegard ist halt wirklich ein guter Spieler. Lobt den Fass, hat gerade so auf ihn gezeigt. Oh, ja. Er ist drauf. Ich hatte nach dem Match. Ach, ihr redet vom Set? Ja. Okay, ja, wollt ihr? Ja, mach das mal. Wir haben. Okay. Wenn ihr darauf besteht. Ja. Unsere Konkurrenten. Ja. Ja. Die wichtigen Matches kriegt ihr schon. Wir sollen uns gönnen, das tun wir. Die kriegen gleich DLC, Winners Finals, ja. Die können die gleich Fergini gegen Kunai. Ja. Haben sie ja, wobei, wird das nicht bestimmt in der Zwischenzeit. Bura redet so viel, da kann man das bestimmt. Ja, nicht, dass jetzt alle Losers Matches auf einmal offstream gespielt werden und am Ende haben wir noch Winners Finals. Ich glaube, das Finals und Grand Finals oder so. Ja, hoffentlich. Also, soll ja, wie viel haben wir denn? Wir haben jetzt. Aber hat Zuba gerade gespielt, hat mir seinen Controller hingelegt. Ich denke noch nicht, dass er dran ist. Ja, wahrscheinlich. Okay. Aber man ist, also ich wüsste gerne, wer jetzt weiter ist. C4 okay, oder? Mi Brawler. Oh! Wundert mich. Ich dachte, so ein Charakter, der die ganze Zeit hinter 8-Boxen rausschmeißt, wäre gut gegen Corin. Aber lieber ein Charakter, der auf Grabs basiert. Würde ich sagen. Ich hoffe mal, es stimmt schon. Und frühen Kills. Ja, oh, ja, einfach mal eben. Guter Start schon wieder, extrem guter Start. Die Zeit wie von Corin, unglaublich stark. 69, eine magische Zahl für eine weibliche Corin, ja. 2-1, okay. Die Nair von Mi Brawler. Tja. Die ist gut. Allheilmittel. Aber all ihre Aerials sind gut. Ja. Man kann alles in Abi kontern. Ja, ach, und er hat den Power Fist. Ja, nicht die. Narayan spielt ja immer die. Genau, diesen, Bowlingkugel. Genau. Den Grab, Down Throw. Probiert 2-Frame F-Smash. Ja. Also, Yukaro muss wirklich ein bisschen mehr, besser mit den Side-Bees klarkommen. Und er hat halt den Disc schon, damit kontert er sogar die. Wie sag ich mal, wenn er probiert, ihn irgendwie zu juggeln oder so, kontert er es einfach mit einer Fair oder so, teilweise, also sogar offensiv, geht das ein Punish. Ja. Das ist auch extrem schwer zu punishen eigentlich, der Move, die weil die danach so mobil ist so noch. Ja genau, so viel Air-Mobility. Ja. Okay. Ah, da das ist auch quasi ein 50-50. Ah, da war wieder die Neutral Air. Okay, jetzt lädt er den Punch auf. Der wird jetzt killen, auf jeden Fall. Neutral Air into Punch ist, glaube ich, sogar true bei manchen Prozenten. Also so diese Soft-Hit, ja. Landing oder ja. Wie? Ja, okay. Aber es war der volle Punch. Sah so aus. Warum nimmt man denn einen Punch? Wow, aber. Ernsthaft? Aber der killt nicht mehr fast. Der Abfall hat auch nicht gekillt. Oh, war es der F-Tilt? Der F-Tilt, okay, ja. Nach oben.
Okay. Aber es sieht schon mal besser aus für Ikaro. Ja. Vielleicht hat er erst ein bisschen auf Corrin klargekommen. Hat am Anfang ein bisschen gestruggelt. Ja, muss aber trotzdem noch ein bisschen aufpassen mit der Nähe. Mi Brawler ist aber doch so von. Ist doch gern. Eher ist doch ein Fast Faller, oder? Also, Mi Brawler? Nicht, dass du wusstest. Also, aber ist auf jeden Fall. Also so, oder. Wahrscheinlich fällt er schon schneller als andere Charaktere. Ja. Oder was heißt Fast Faller? Halt so. Cloud-mäßig oder so. Ja, vom schon, vom Fallspeed Habit jetzt mal und sowas. Keine Ahnung. Mies sind halt komisch irgendwie. Man weiß halt auch nie genau, weil es verschiedene Größen gibt und so weiter. Nee. Okay, ja, da kriegst du ja, keine Follow-ups mehr. Das sind Problemprozente genau. Für Brawler. Du hast halt Side B, aber es ist mega punishable. Und jetzt Corrin, Side B on Shield. Will man ja, okay. Oh, mit der Down Smash. Ja. War ein bisschen lucky, muss man sagen. Ja. Aber mit Mii Brawler ist man nie draußen. Also ein Down Throw an der Kante und das kann extrem viel killen. Forward Air into Up B. Okay, Up Air. Nur eine Up-Air. Ja, Ikaro will, glaube ich, so die safen Prozente rausholen und dann wieder direkt ins Neutral, damit man nicht ausgekontert wird irgendwie durch irgendwas und in eine schlechte Position kommt. Er lässt sich aber von ziemlich vielen Downers treffen. Ja, habe ich das. Generell auch zum Beispiel die Side-Bees werden selten geschildet, also oft so einfach. Forward Air auch. Also Big Out Outspace sind ziemlich gut. Ja, okay. Down-Throw. Down-Throw für Prozente. Ja, da. Er macht den Back Air und Ikaro will mich wirklich punishen, aber natürlich geht das bei einem Black Blast nicht. Da muss er wirklich. Okay, jetzt Upthrow? Ne, das reicht noch nicht. Keine Rage. 162%. Aber der nächste soll's machen. Der Punch war gerade auch irgendwie. Style. Oh, wow. Keine Abwehr. Ja, das ist aber diese Mobility, okay, das war's. Ja. War auch irgendwie, warum der rein die Eis hat, also... Ja, wahrscheinlich dachte er, dass Big Art irgendwie so ein Smash aufladen wird an der Kante, aber... Aber er hat ja noch gepummelt. Also, wie auch immer. Nicht zu weit aus. Das, wenn das gekillt hätte... Okay, aber jetzt ist der Punch auf jeden Fall voll, also... Ja, das war aber auch eben auch. Das war doch mehr als eben. Und ja, ohne Rage. So. Vielleicht war es ein Weak Hit. Ja, okay. Keine Ahnung. Aber dennoch. Ja, okay, ja, also jetzt der Kill und ist eben. Oh, das. Hat er ihn wieder voll gehabt oder was? Nee, wow. Ich glaube, das kann ihn auch schon früher aushauen. Ich glaube, da hätte er aber gerade mit AP punishen können, oder? Oh, hast du das gesehen? Er wurde der Tipper war. Laser. Jab 3. Oh, schön. Das war true. Ja. Nice. Ah, er hatte Angst, dass er runterfällt, klar, ja. Deswegen. Lieber den Punish genommen, als zu sterben, ja. Oder als, ja, zu SD. Ja. Und wir sehen nochmal... Also wirklich, okay, danke. Ja. Ist ja nur Winner Samus. Okay, Up Smash, On Shield, fischt jetzt ein bisschen nach dem Kills, klar, ein bisschen... Das war's. Schön. Das war schön. Das war nicht mal, glaube ich, den der True Frame, war der vor der Kante. Ja. Oder so, ja, ja. Oder True Frame, genau. Es dauert schon mal ein bisschen, bis die Side wie die Ledge snappt und dann... Starke Performance. Phil! Zweimal starke Performance. Wir sehen jetzt zwei richtig gute Spieler im Winners Final. Auf jeden Fall. Und jetzt kommen Vuralol und The Phil. Und The Phil. Fürs Commentary. Hat Spaß gemacht. Bis dann.